Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Holy Potatoes. We are in space. Und wollten wir noch irgendwas machen, bevor wir abfliegen? Weiß das noch jemand? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Irgendwas wollte ich noch machen. Ich wollte es nicht vergessen. Es kann nicht so wichtig gewesen sein. Was haben wir jetzt? Einen Succubus. Da wollte ich vielleicht noch. Aber das machen wir im Zentrum in der nächsten, ne? Galaxie. Ja, fortfahren bitte. Da wollen wir nochmal sehen. Ob wir hier was finden. Cassie? Alles klar bei dir? Du bist so still. Ist schon gut. Ich denk nur nach. Ach, dein armes Hirn. Setz dir nicht selbst zu sehr zu. Hey. Wir haben eine Menge durchgemacht, nicht wahr? Und wir haben so viele neue Leute kennengelernt. Wir haben so viele Sachen gelernt. Aber der Rettung von Opa Gigi... Oh, sind wir kein bisschen näher gekommen oder so? Hab aus Versehen geklickt. Wir werden ihn finden, Cassie. Wir holen aus diesem Pennern heraus, wo Opa ist. Und dann retten wir ihn. Ja, weißt du, hier gibt's ein wirklich gutes veganes Restaurant in der Nähe. Lass uns da essen. Igitt, wirklich? Können wir uns nicht einfach etwas Fastfood holen? In diesem Magazin steht, dass das echt gut sein soll. Ich will das wirklich ausprobieren. Komm schon, Faye. Komm mit mir. Schön, schön. Ich komme mit. Aber mein Fastfood hole ich mir später zum Mitnehmen. Fastfood, Alter. Familiar Faces. Family Guy. Ach, wir haben wieder neue Fertigkeiten. Fähigkeiten. Oh Mann. So. Als allererstes scheiß auf dich und dein... Nee. Es ist beides nicht unbedingt ideal. Ja, auch nicht so wirklich. Kriegen wir entweder... Ja, nee. Kein Entweder-Oder, sondern generell... So, wir holen Treibstoff. Mehr Wohnquartiere brauche ich eigentlich nicht aktuell. Mehr Lagerplatz. Gönne. Besseren Rumpf. Gönne. Praxis. Nö. Werkstatt. Nö. Brücke. Ja. Gönne. Praxislabor ist alles nicht so important. Sag ich mal, ne? Hier haben wir. Ja. Können wir auch mal noch gönne. Gönne, gönne. So. Wir kicken mal, was der so an Weapons am Stissel hat. Level 6 war doch vorher auch schon, oder? Was denn los hier? Hör mal. Alles brennt. Dann trauen wir den Schild für die aktuelle Runde aus. Ist natürlich auch interesting. Oh. Der ist natürlich scheiße dann, wenn der sich selbst unter Umständen zerstört. Ja, dann ist das, was wir jetzt haben, eigentlich schon nicer, dicer, ne? Was war denn das nochmal hier? Ach ja, das repariert ja auch. Ja dann. Ja dann. Ist ja alles klar. Ne? Guten Morgen. So. Wir haben... Wie viele Runden haben wir denn? 12 Sol. And we have to go there. And now we take a look what will happen
So. Restaurant. Schauen wir mal rein ins Restaurant. Das war ja so gut. Dieses Restaurant ist mal echt genial. Ich wette, ihr habt es nicht geschmeckt, so wie sie guckt. Das war nicht schlecht. Nehme ich mal an. Aber mein Fastfood hole ich mir noch immer. Schön, schön. Bestell dir ruhig deinen fettigen Burger mit Pommes. Ja, ich werde mir mein übliches Space Supreme Menü mit einem Smoothie-Eimer bestellen. Vielleicht auch eine Schachtel Chunky Nuggets. Oh Mann. Du hast gerade eine komplette Mahlzeit verdrückt und willst dir jetzt noch das alles bestellen? Wir müssen uns echt mal über deine Ernährung unterhalten. Hola, was ist das denn? Schon wieder Puffer und Rösti. Hey, habt ihr uns verbäst? Die sind jetzt bei mir homosexuell. Auch wenn das ein bisschen sehr klischeehaft ist, die Stimme, aber ist egal. Diesmal seid ihr beide fällig. Von wegen. Wir haben euch einmal erledigt und wir werden euch auch diesmal erledigen. Ihr macht euch besser bald kampfbereit. Halt, halt, halt. Wir sind kampfbereit. Bereit, euch zu toten. Toten. Ich hab da nichts, was da irgendwie praktikabler wäre, oder? Wir sind Schrapnell oder was das war, ne? Ja, Herstellung. Everything not the best. But we will do this. We will fight the boss. So, Digga. Ich meine, viel Verbesserung oder so finden wir in der Station nicht. Ihr Idioten schon wieder. Ihr solltet mal lernen, wann zur Pelle man sich zurückzieht. Von wegen. Wir brauchen Antworten und wir lassen dich locker, bis ihr uns welche gebt. Welche Antworten denn? Wir wollen auch Antworten. So. No diggity, no down, baby. Wir greifen an mit diesem und diesem. Da wir noch keinen Damage kassiert haben, ist das erstmal okay. Badabum, 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 cha-cha. Der heilt sich ja dann immer wieder, ne? Sein MF. Oh, warte mal. Warum? Ach so, das hatte ja. Oh, hatte das. Eieiei. Das hat aber auch, ne? Das hat aber auch TP. Au. So, gehen wir mal mit allen auf das Ding. Ja, dürfte fast down sein dann. Wo können wir ja schon mal anfangen, ne, mit dir da drauf zu gehen. So. Man gönnt sich ja sonst nichts. Was? Stärker? Ist nicht mein Freund. Bringt der nicht viel. Er macht zum Glück nicht sonderlich viel Damage. So. Naja. Der will jetzt wieder sein Ding reparieren. Also seine Weapon. Pass mal auf, mein Freund. Das Ding da, ne? Das ist hier schneller kaputt, als du gucken kannst, nicht? Dachte ich. Jetzt aber. Dann gehen wir mit allem restlichen da mal drauf. So. Verteidigung down. Was? Neuer Trick? Hey. Das ist mies. Der neue Trick gefällt mir jetzt gar nicht, möchte ich mal sagen.
Die fallen ein riesiges Ding. Oh. Das gefällt mir jetzt auch gar nicht. Ich feuere mein riesiges Ding ja auch nicht in. Naja. So. Mal sehen. Hab hier noch nichts gemacht. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch Mobbing. So. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Was der hier macht, der Kollege. Da. Jetzt geht's los. Wir müssen diese verdammte Ding schnell aufladen. Bei der nächsten unserer großen Generatoren. Keine Ausrede, mach schon. Die können nicht ewig so weitermachen. Dem wird schon bald die Energie ausgehen. Los, weiter. Ja, das stimmt. Zwei Runden. Aber in zwei Runden kriege ich die Kacke doch nicht klein. Ich muss nur einen davon kaputt vielleicht. Oh. Der war aber schnell down. Hm, ja, vielleicht. Klappt's ja doch. Die halten nicht so viel aus, die Dinger. Würde ich mal sagen. Los, weiter, Soresti. Wir kriegen die schon. Irgendwann. Wir brauchen mehr Generatoren. Das war dann der letzte. Und das war ein wichtiger Teil des Triebwerks. Ja. Das sind echte Helden. Oh. Ein Laserpointer. Leroy. Und 21.000 Piepen. Ja. Stärke haben wir ja mittlerweile ganz gut. Jetzt haben wir noch 10 Sol übrig. Ich sag mal, ich will mal angucken, was der Laserpointer macht. Und das hier. Dann noch 3 Runden. Mhm. Ja, trifft das Ziel bis zu 5 Mal. Ist natürlich... brauche aber auch 6. Aber an sich ist schon eine geile Sache, ne? 5 Mal bei 195 Schaden. Ist schon cool. So ein Laserpointer. Okay, okay, wir sind geschlagen. Wer geben wir uns? Die sind auf jeden Fall stärker geworden. Ha, gewonnen. Jetzt stellen wir die Fragen. Wo ist Opa Gigi? Er ist als Gefangener im geheimen Hauptquartier der Eclipse. Und das ist wo? Wir können euch dahin führen, denke ich. Könnten wir euch vielleicht eine kleine Frage stellen? Hey, wir stellen die Fragen. Nur eine einzige Frage. Wir wollen nur wissen, wie es Andy geht. Andy? Andromeda? Du meinst meine Mama? Wir haben schon eine ganze Weile lang nichts mehr über sie herausfinden können. Und wir machen uns schon Sorgen. Ja, schließlich müssen wir unsere kleine Schwester ja im Auge behalten. Du meinst, die Eclipse sucht nach ihr? Nein, das ist ein rein persönliches Anliegen. Wir wollen möglichst nicht, dass die Eclipse herausfindet, dass wir hier was wir hier treiben. Tja, ihr wollt also einfach nur wissen, wie es ihr geht? Warum? Ich dachte, ihr habt voll den Hass auf Opa Gigi. Nun, Andy ist unsere kleine Schwester, wisst ihr? Sie war noch ganz klein, als Gigi uns verlassen hat. Wir hätten Andy niemals böse sein können. Jedenfalls nicht lange.
und wir müssen mit ihr reden. Also, wisst ihr beide vielleicht, wo sie ist? Ich wünschte, wir hätten Zeit, alles zu erklären, aber... wir... Was? Wer hat auf uns geschossen? Das ist das Butterschiff der Generäle. Oder was? Knister, knister. Puff, Rösti, was ist denn passiert? Das Schiff da hat auf sie geschossen. Sollten die nicht eigentlich auf der gleichen Seite sein? Ha. Hallo Mädels. Wer seid ihr Penner denn? Wir sind die drei Generäle der Eclipse. Ich bin General Vega Laia. Mein Name ist Danib Schwan. Sehr erfreut. Ja, na klar. Dr. Altair Adler. Doktor der Biologie und Biotechnologie. Hoch erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Wir hatten jetzt den seinem. Im Namen der Eclipse seid ihr hiermit verhaftet. Ihr könnt jetzt besser still und leise mit, sonst müssen wir euer Schiff atomisieren und euch dann aus dem Wrack poolen. Warum habt ihr auf Puffer und Rösti geschossen? Solltet ihr nicht eigentlich auf der gleichen Seite sein? Puffer und Rösti? Diese tun nicht gut. Die sind ja so ineffizient und langsam. Keine Ahnung, warum Premier Harry die immer noch bei sich duldet. Sie haben bei einer Aufgabe versagt. Die Eclipse hat für nichtsnutzige Trottel keine Verwendung. Ich denke, wir würden gute Versuchskaninchen abgeben. Sie, nicht wir. Das Mindeste, was wir für sie tun konnten, war ihrem Lebenslauf ein anständiges Ende zu verpassen. Puffer und Rösti sind im Einsatz gefallen. Was? Wie konntet ihr das euren eigenen Verbündeten antun? Ihr solltet euch um euch selbst Gedanken machen, bevor ihr euch um eure Feinde schert. Feuer! Unsere Waffen sind ausgefallen. Die feuern wieder auf uns. Gibt es denn gar nichts, was wir tun können? Wir können uns nicht wehren. Wir müssen fliehen. Aber das wird aus Puffer und Rösti. Die können wir doch nicht einfach so zum Sterben hier lassen. Klar. Wenn wir jetzt nicht abhauen, enden wir genau wie die. Aktiviere Warpantrieb. Nein, Fee, wir müssen. Warpantrieb aktiviert, Cassie. Ah, schön. Zeit zu fliehen. Ja. Wir gehen dann mal. Oder? Kann ich nicht. Kann ich nicht erkunden? Ich meine. Dafür bin ich hier. So. Ne? Guck mal. Mein Kleiner. Das da unten versucht er ziemlich zu schützen. Das hier auch noch mit drauf, so. War das mit dem Schnee eigentlich eine Bewandtnis großartig? Nö, ne? Glaub nicht. Au. Müsste den Schild loswerden. Scheint aber ein hartnäckiger Schild zu sein. So. Eine Waffe ist ja schon mal down. Ja, und wir schießen weiterhin mit dem. Oh, na komm, dann schießen wir jetzt mal mit allen rauf. Scheißegal. Ist ja auch wichtig, ne, mit der Armpistole, die macht ja auch mehr Damage.
So, Schild kaputt. Au. So, damit gehen wir da drauf. So. Die Heilungsdinger gehen wieder da. Und der Rest hier. Wunderschön. So, ja. Flucht ist nicht. Kannst du knicken, Digga. Dich machen wir platt. Alter. So viel daneben. Rammen will der uns? Das ist aber... Na, das macht man ja nicht. Sag ich mal. Also bitte. Hat sich erledigt mit dem Rammen. So mag ich meine Gegner. Tot. Ich, Vogelfänger Charlottom, fordere dich hier mit seinen Popel... Ja. Cassie wirbelt herum. Sieht aber nicht Faye, sondern eine Zwiebel in einem Overall, die mit dicken Handschuhen auf sie zeigt. Auf seinen Ruf hin landet ein grüner Vogel auf seinen behandschuhten, auf seiner behandschuhten Hand. Ach, ein Duell willst du also? Darf ich vorstellen, mein frisch aufgestiegener Hederasamen. Der Hederasamen springt vor und knurrt den Tauboto wild an. Rasierranken! Also am schlägt Rasierranken, scharfen Ranken nach dem Tauboto. Lass sie doch nicht so nicht effektiv ist. Schade. Mobbing. Am Himmel über den Planeten Loins entdecken die Metallung. Morgen ist eine Schatztruhe. Klar, nehmen wir mit. Ja, schieben wir Bombe. Ja, klar. Rumpf kaputt. Kennen wir ja schon. Oh. Da will uns einer stressen. So, wir nehmen mal das Ding hier ran. Ganz hart. Knallhart durchgenommen. Ajo. Der hat jetzt noch gar keinen Angriff gemacht. Okay. Dann nehmen wir den hier nochmal. So. Wir greifen wieder mehrere Sachen gleichzeitig an. Ist immer ganz praktisch. So, du gehst da drauf und der Rest schnappt sich dieses kleine, billige Kanönchen. Ha. Ja. Würde man denn treffen? Aber er blendet ja. Der Sack. Das war ein guter Treffer. Au. Feuer frei. Sehr schön. Rumpf kaputt. So, der will sich wieder freikaufen, aber ist nicht. Ja. Ach, der will uns rammen. Das macht man aber auch nicht. Ne? Das ist nicht in Ordnung. Hat uns ja vorher schon schön genervt. Aber jetzt ist er ziemlich platt. Kann er nicht mehr viel. Ah, wenn man den mal besser treffen würde, nicht? Mistviecher.
Mal, wo die hinschießen, da ist der noch nicht platt, doch. Ich wollte schon sagen. So. Alles ein bisschen hochheilen. Beziehungsweise reparieren. Oh, noch einer. Dann. Ja, und wir sind noch nicht ganz so fit im Angriff. Also, ihn ein bisschen nerven oder debuffen. Wir müssen ihn ja platt kriegen, ne? Erbsenpistole ist, glaube ich, das mit dem meisten Schaden. Deshalb. Ne? Ja, was als nächstes? Nehmen wir erstmal das hier. So. Vögel geht schon wieder ziemlich lang. Aber ich wollte hier noch erforschen, beziehungsweise erkunden auf diesem Planeten. Ganz wichtig. So, Schild muss weg. Brav. Fliehen ist natürlich nicht. So, doof da. Wir machen auch viele, viele Schaden. Ne? Irgendwie. Oh ja, da war ein ordentlicher Crit dabei. Dafür auch ein paar Mal daneben. Aber wir heilen uns ja auch, beziehungsweise reparieren uns ja auch mal selbst. Ist ganz praktisch. Ne? Dadurch haben wir jetzt. Sind wir eigentlich hier komplett schadensfrei geblieben. Gegen welche Gegner geht das? Sehr schön. So. Ein Soll später. So, wie das hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Holy Potatoes, We Are in Space. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.